Moin, sehr herzlich willkommen zurück zu richtig Mario Kart 8 Deluxe mit dem 615, meine Wenigkeit. Auch wenn es in letzter Zeit etwas unregelmäßig läuft, machen wir trotzdem weiter. Und zwar, heute geht es weiter mit Knochentrocken. Ja, ihr hört meine Stimme, das war schon wieder besser. Es sollte jetzt hoffentlich wieder ein bisschen regelmäßiger laufen. Mal gucken, ob es so der Fall ist oder eben nicht. Heute also dementsprechend Knochentrocken. Heute fahren wir unter anderem mit... Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da, Schiff. Holzrädern. Nee, der Knopfräder, Entschuldigung. Und Gleiter ist völlig egal eigentlich. Wir nehmen das Flugkörnchen. So. Also, es geht weiter. Mit Mario Kart 8 Deluxe. Ja. Eigentlich war, wie gesagt, das alles ein bisschen anders geplant. Klar, aber wenn du eben Corona hattest und alles drum und dran, ist es ein bisschen schwierig. Deswegen ja auch letztes Mal ein bisschen das Gehuste und alles drum und dran. Ich hoffe, dass das alles nicht so schlimm ist. Ja, sehr viele Deutsche dabei. Wir sind, würde ich mal sagen, tabellenmäßig Mittelfeld. Gucken wir mal, ob dieses Mittelfeld sich nun dementsprechend auch heute hier platzierungsmäßig auszahlen wird oder eben nicht. Zielsetzung ist natürlich, Pluspunkte zu sammeln. Ja, Knochentrocken war tatsächlich, glaube ich, letztes Mal, als ich letztes Jahr dasselbe gemacht habe, glaube ich, auch der Eröffnungsfahrer für das Jahr 2023. Dementsprechend, warum dann ändern, wenn es dann schon funktioniert hatte? Joa, kicken wir mal. Mit wem wir, wie wir, was wir, wo wir fahren? Ja, meine Zielsetzung wisst ihr ja bereits. Gucken wir mal, was halt noch passieren wird. In der nächsten Woche tatsächlich gibt es ein Special. Freunde da draußen, also die sind tatsächlich sehr zeitnah. Das heißt also, das, was ihr jetzt seht, ist sehr, sehr zeitnah dem gegenüber, was auch in echt der Fall ist. Das heißt, ich könnte theoretisch auf die jetzigen Ereignisse aber drauf eingehen. Praktisch gesehen machen wir das überhaupt nicht. Ja, also Special steht an. Und zwar am 13. Januar. Großes Special. Da werden wir hier ganz viel streamen auf YouTube. Was alles? Naja, das große FTD-Quiz ist dran. Das wird drankommen. This shit! Dann natürlich noch einige, zwei andere Projekte, zumindest aktuell geplant. Natürlich kann es auch sein, dass nur eins gemacht wird. Natürlich Fall Guys, klar, am Abend Fall Guys mit dem Flui zusammen und mit Naflo und Usa und Yummy, wie sie da halt alle da sind. Jetzt bräuchte ich ein Item. Ja, ich könnte natürlich jetzt runterfliegen. Ja, mach aber Risiko. Okay, Risiko scheint sich hier auszuzahlen. Fragezeichen. Naja, wir haben auch die 10 Münzen. Ich habe... Oh shit. Ich habe ja auch schon gesagt, 10 Münzen sind immer sehr wertvoll. So, Frage ist, reicht das? Reicht das? Es reicht! Es reicht! Es reicht! Der Knochentrocken gewinnt das erste Rennen im 2024. Es reicht! Jawoll! Vor Österreich. Und Deutschland. Es ist ja immer wichtig, so eine Reihenfolge wahrzunehmen. Auch wenn ich hier zwischendurch immer mal ein bisschen huste. Aber das ist alles ein bisschen Nachwehen. Das ist alles nur ein bisschen Nachwehen. Hooray, wir haben gewonnen. Werdet ihr aber in den kommenden Landesliga-Spielen, ja auch noch mitkriegen, dass ich immer zwischendurch mal einen kleinen Huster habe. Ich versuche jetzt natürlich das Mikrofon dann immer auszumachen, aber jetzt bei Mario Kart ist es schwierig. Bei Mario Kart ist es ziemlich schwierig, weil ich war ja, also beim Kommentieren von E-Sports-Partien ist das ja alles ein bisschen entspannter. Da kannst du ja einfach hier parallel kurz auf Mute stellen und dann wieder auf Entmuten. Ja, aber so, nein.
So geht das nicht. Weil, das, wie willst du das bitte machen? Spielen und fahren? Mäh, das ist schwierig. Würde ich mal vorsichtig ausdrücken. Das ist schwierig. Aber mir gefällt das, dass wir hier tatsächlich mit so einer Kombo so heftig abliefern. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass das ja wirklich eine riesen Überraschung ist. Oh, das war jetzt selten dämlich, der Dennis hier. Moin Dennis. Ja. Für diejenigen, die es nicht wissen, wie ich heiße Dennis. Hallo. Nein, das wird nicht Bestandteil eines Quizzes jemals sein. Wobei, vielleicht doch. Vielleicht doch. Vielleicht wird das irgendwann Bestandteil. Oh Gott. Ja, doch, hat getroffen. Es ist unglaublich. Der Daemon hat wieder zugeschlagen. So. Was wollte ich jetzt sagen? Bestandteil des Quizzes. Wahrscheinlich eher weniger. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass einer das nicht wisse, der am Quiz teilnimmt, wäre schon gruselig. Oder? Wisst ihr die Vornamen eures Lieblingsstreamers, YouTubers? Oder eher nicht so? Weil einige kennen die ja nicht. Also, das ist immer so. Das ist für mich immer ein bisschen schwierig, wenn du den echten Vornamen des Streamers, YouTubers, den du da favorisiert guckst, nicht kennst. Wie sehr hat man dann die Bindung zu dem? Oder ist es dem egal? Also ist es dann so ein künstlerisches Werk, so von wegen, ja gut, also wenn der, oh, Bombe. Ah, okay, der hat dasselbe vor. Gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Jo. Sauber. Okay, der macht tatsächlich hier. Sehr schön. Boah. Stark gemacht. So, und unser Österreicher ist auch hier unterwegs. Also, hier alles topmäßig. Also, das gefällt mir bislang. So, jetzt müssen wir hier rechtzeitig runter. Danke. So, wenn er jetzt Pilz hat, dann habe ich ein Problem. Hat aber nicht. Und das ist der Sieg! Das ist der zweite Erfolg! Double Win für Immon 615! Yes, baby! Double Win! Aber tatsächlich unser österreichischer Yoshi nur auf 5. Aber tatsächlich ist das so, dass jetzt, ich hatte ja bei der ersten Online-Geschichte, als wir die erstes Mal online gefahren sind, die Geschichte hier, war Luigi derjenige, der hier der beste Fahrer aller Zeiten ist. Das haben sie hier tatsächlich geändert. Das haben sie hier tatsächlich geändert. Jetzt ist es Yoshi. Kann man so oder so sehen. Yoshi als der beste Fahrer von allen. Weiß nicht, ob das jetzt so gut ist oder so schlecht ist. Praktisch gesehen, Yoshi ist tatsächlich sehr variabel. Du hast nicht nur Yoshi in Yoshi-Farbe, also in der klassischen grünen Farbe, sondern du hast Yoshi auch noch in Rot, in Gelb, in Orange. Ist natürlich gar nicht mal so doof dann, dass du dann Yoshi als besten Fahrer in diesem Spiel hast. Naja, Funky Kong war es, glaube ich, bei Pokémon. Bei Funky Kong war Pokémon das beste Pokémon von allen. War Funky Kong. Nein. Mario Kart 8. Nicht, sondern bei der Wii-Version war der beste, glaube ich. Funky Kong war bei der Wii-Version der beste. Weiß gar nicht, bei der anderen Version. Kann es sein, dass Rosalina das war? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier jemanden, einen guten Fahrer. Okay, drei Bananen. War nicht schlecht.
Ja. Es gibt ja erstmal gleich eine Bombenstimmung. So. Ja, der wird wahrscheinlich gleich mit Tröte. Oh! Ja? Frage ist, wird er Tröte rechtzeitig einsetzen? Und für was wird er Tröte einsetzen? Das ist die große Frage. Der James. Oh, ich hab das Item verpasst. Ach Mist. Heute hier Item-Pech. Ich habe die Banane auch wirklich ungünstig dahin gelegt. Ja. Okay. So. Erstmal schön hier alle mitnehmen. Weiße Yoshi auf 1. Genau, blauer Panzer, aber der wird nichts bringen, weil der Tröte hat. So, erstmal ein Item haben. Danke. Na? Ein bisschen anders erhofft. Aber der weiße Yoshi wird gut das Rennen wahrscheinlich machen. Ja, alleine weil wir jetzt keine gute Seite haben. Stefan vor uns. Jo. Jo. Ja, war kein gutes Rennen. Macht mal. Sechster Platz. Ist immer. Trotzdem Pluspunkte. Wie gesagt, solange wir hier Pluspunkte kriegen, ist alles entspannt. Es ist alles in Ordnung. Es ist nicht irgendwie Panik und irgendwie, boah, warum, wieso? Sondern alles gut. Er hat das taktisch gut gemacht, der weiße Yoshi. Die Tröte lange Zeit behalten. Klar, ich bin nicht wirklich der offensivste Fahrer von allen. Das darf man eben auch nicht vergessen. Grundsätzlich ein sehr defensiver Fahrer. Also von daher... Auch das ist dann keine große Überraschung, wenn du dann als eher defensiverer Fahrer weiter im Mittelfeld so versinkst, wenn du nicht vorne wegfährst. So, unsere Wahl ist getroffen. Gucken wir mal, wer neu dazugekommen ist. Also, jemand aus Schweden ist neu dazugekommen. Herzlich willkommen. Dann eben auch jemand Neues aus Kanada dabei, Japan und auch Great Britain. Aber tatsächlich ist der andere Kollege... der vorhin mit uns um Platz 1 gebettelt hat, ist weg. Oder hat er sich umbenannt? Kann auch sein. Zwischendurch, oh, ich benenne mich mal um. Nee, doch, da ist er noch. Mit dem grünen Yoshi jetzt. Ja, erstmal Item mitnehmen. Eine Banane als Sechster. Fantastisch. Nice. Aber auch schön, dass ich hier unter den ganzen Yoshis der Knochen trocken bin, weißt du? So, ich kann jetzt nicht wirklich was mit diesen Pilzen anfangen. Wie gesagt, dadurch, dass ich ein relativ defensiver Fahrer bin, sollte... Oh, das war weit geflogen. Zu weit, ehrlich gesagt. Ja, das war zu weit. Na, es war zu weit! Das gibt's nicht! Da bist du Erster und es sieht eigentlich alles nach Plan aus und dann sowas. Ah, und dann sowas. Und lieber ein Item einzelnes. Ah, wieder ein Pilz. Weil wir eben den Sprung verkackt haben. Okay, wir haben beide einen Panzer. So, den darf ich hier nicht verkacken. Das ist das Problem. Ja. Wenn du den verkackst, den Sprung, dann hast du ein Problem. Aber in der Hinsicht war es nicht der Fall. So, erstmal hier Double Item. Jetzt bitte irgendwas Sinnvolleres als Pilze. Danke.
Auch wenn jetzt sagt so von wegen da draußen, warum immer ein Danke? Das ist doch, das ist eine Münze. Wofür brauchst du Münze? Habe ich ja schon öfter erwähnt. Münze macht euch schneller, Leute. Sammelt Münzen. In den Rennen. Och, Mann. Ja. Ja, Immon hat's verpennt. Ja. Immon hat's verpennt. Ja, der Geist, der Geist, der Geist. Der Geist, der Geist, der Geist, der Geist, der Geist, der Geist war's. Nun gut, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Bis nächstes Mal. Ciao.